Olaf Scholz, bekannt für natürlich gescheiterte Steuerreformen. In seiner Zeit als Bundesfinanzminister hat er ja auch die Grundsteuerreform 2022 durchgeführt. Diese wird jetzt ab 2025 mit den neuen Bemessungsgrundlagen und mit den mittlerweile in fast allen Bundesländern und Gemeinden erhöhten Grundsteuerhebesätzen durchgeführt. Jetzt ist es so, dass es hier aber zwei Urteile gibt, die durchaus hier Fragen aufwerfen, unter anderem zur Verfassungsmäßigkeit der entsprechenden Berechnungsgrundlagen. Denn die versprochene Nichterhöhung im Gesamten für deutsche Steuerzahler im Bereich der Grundsteuer konnte Olaf Scholz an dieser Stelle bis heute nicht halten. Denn neue Berechnungen zeigen, es wird teuer für Mieter und Selbstnutzer. Jetzt hat heute der Pressesprecher des BFH hier durchaus eine neue Information durchsickern lassen, die wir uns direkt anschauen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, die Meldung ging durch dpa raus und mehrere Medien haben sie aufgegriffen. Unser Bundesfinanzhof Grundsteuerurteil wird bis zum Sommer erwartet. Es geht hier primär auch um ein Eilverfahren, das hier auch der Bundesfinanzhof jetzt gerade durchführen will. Und zwar, das sagt er an der Stelle, ich wage hier die Prognose, dass wir bis zur Sommerpause eine Entscheidung haben, sagt hier der BFH-Präsident Hans-Josef Thesling am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz des höchsten deutschen Finanzgerichts. Es ist an der Stelle so, dass hier ja der Grund ist, warum man hier eine erhöhte Notwendigkeit hat, ist, dass die neue Berechnung bzw. die neue Steuerbelastung ja ab 2025 greifen soll. Und vor allem, wenn man sich die aktuellen Hebesätze mit den Grundlagen anschaut, kommt man schon dazu, es wird durchaus teurer. Die Klage hier, wie gesagt, vor dem BFH hat natürlich hier auch der Haus und Grund, der Eigentümerverband durchgeführt. Und zwar gibt es hier erhebliche Zweifel an der Neuregelung, diese wurden geäußert und dem BFH vorgelegt. Es geht hier natürlich um das Bundesmodell und hier natürlich gibt es aber Abweichungen zum Beispiel in bestimmten Bundesländern. Eine aktuelle Tendenz gibt es nicht, aber der Sprecher sagte, dass wir wahrscheinlich im Mai, also sprich jetzt mittlerweile fast in 2 oder 3 Monaten hier mit einem Ergebnis rechnen können. Aktuell werden hier die ganzen Aussetzungen der Vollziehungen durchgeführt und es geht hier vor allem um, wie gesagt, hier an einen entscheidenden Punkt und zwar die Richter Rheinland-Pfalz hatten grundsätzlich an Bewertungsregeln für die neue Grundsteuer geäußert, also Zweifel daran und zwar Hauptgrund ist, hier kann der Steuerpflichtige nicht die Möglichkeit haben, einen unter dem typisierten Bodenrichtwert liegenden Wert ihres Grundstücks nachweisen zu können. Was bedeutet das? Im Großen und Ganzen kennen das vielleicht die Spezialisten aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer aus dem Bewertungsgesetz heraus. Ist es ja so, dass wenn man hier eine Grundstücksbewertung durchführt, dann gibt es natürlich den offiziellen Wert, also der im Grunde, den das Gesetz vorgibt, Ertragswertverfahren, Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren. Aber ich kann auch immer noch ein Fremdgutachten anwenden und sagen, hey liebe Leute, das Grundstück ist hier im Großen und Ganzen weniger wert. Wir kommen nämlich auch gleich noch auf ein paar Fälle, warum es durchaus spannend wird, hier, sage ich mal, diese Möglichkeit zu eröffnen. Denn ganz klar ist aber auch, es ist eine entscheidende Steuer, die auch für die Kommunen und Länder notwendig ist. Denn, wie gesagt, hier mal eine Entwicklung, die Entwicklung des gewogenen Durchschnittshebesatzes der Grundsteuer in Deutschland. Hier natürlich einmal Unterscheidung in A und B. Für uns immer relevant ist hier die Grundsteuer B. Jetzt ist es an der Stelle so, nur mal so hier einen kleinen Überblick, wie sich die Hebesätze hier auch in den größten Städten Deutschlands auseinandersetzen. Duisburg, wie gesagt, 855, Berlin 810, Bremen 695 und so weiter. Seht ihr hier mal so die größten Städte. Spannend auch, wie sich die Steuereinnahmen entwickelt haben, weil die Bodenrichtwerte ja in der Vergangenheit auch gestiegen sind. Damit steigen natürlich auch die Gesamtsteuereinnahmen. Und dann auch noch hier, worauf hat es natürlich eine Auswirkung? Jetzt werden viele sagen, ja, aber das zahlt doch der Mieter. Nein, die Grundsteuer ist hier auch völlig natürlich umlagefähig mit Blick auf die Mieten, bedeutet bis auf die Nebenkosten, bedeutet auch hier, man sieht hier diese ganzen Anstiege, vor allem natürlich das hier sind die Heizkosten, nur mal so als Information, das ist die Haushaltsenergie, die hier einen massiven Anstieg hatte. Blau, die Netto-Kaltmiete und Wohnungsnebenkosten sind hier auch gestiegen, vor allem auch mit der Grundsteuer. Jetzt ist es natürlich so, diese Steuerbelastung ist durchaus natürlich nicht unerheblich, denn wie gesagt, es kann von, sag ich mal, vielleicht 100 Euro auf mehrere 1000 Euro pro Jahr gehen. Und das Spannende ist auch wieder, eigentlich müssten die Grünen ja gerade hier
gegen die neue Grundsteuer sein. Denn hier gibt es durchaus einige, sage ich mal, Punkte, die durchaus relevant werden. Und zwar hier hat auch die Tagesschau einen spannenden Artikel veröffentlicht. Und zwar hier zur Tagesschau, und zwar teure Überraschung bei Grundsteuer. Und zwar die Unsicherheit wegen der neuen Berechnung der Grundsteuer ist hoch. In diesem Jahr soll die finale Entscheidung versandt werden. Für manche Eigentümer könnten die Kosten massiv steigen. Denn zum Beispiel ein klassisches Beispiel hier, ein Haus mitten in der Stadt für Karl Eugen Bleiler aus Freiburg ist das ein großes Grundstück. Im oberen Stock wohnt er mit seiner Tochter, die untere Etage vermietet er. Im Hinterhof versteckt sich zwischen den Gärten der Nachbarn, hier liegt außerdem noch eine Wiese, ein Ruheort im Grünen für alle Bewohner. Diese könnte Karl Eugner ab kommenden Jahr enorm viel Geld kosten. Nämlich, laut aktueller Betrachtung hier, bisher fielen für die Wiese 85 Euro Grundsteuer pro Jahr an. Nach dem neuen Grundsteuermodell in Baden-Württemberg können es ab 2025 rund 9.200 Euro sein. Das im Großen und Ganzen auch zusammen mit der Grundsteuer für das Grundstück, auf dem sein Haus steht, würde Bleier damit auf 16.800 Euro kommen, wie er selbst berechnet hat. Bisher bezahlt er für beide Grundstücke 935 Euro im Jahr. Ich meine, irgendwas stimmt da nicht, sagt Bleier. Jetzt ist es so, das 16-fache oder fast 17-fache, wenn man natürlich jetzt ein bisschen noch nachrechnet, kommt man hier an einer Mehrbelastung, also 17 mal mehr. Jetzt werden natürlich sagen, ja, aber die Wiese und alles, das muss er doch im Großen und Ganzen selber zahlen. Naja, sagen wir so, dann haben natürlich hier im Großen und Ganzen die Mieter keinen Zugriff mehr oder Zugang mehr zur Wiese. Kann man sagen, ist vielleicht auch, dann sage ich mal, wird im langfristig auf die Miete umgeschlagen. Zudem kommt aber der andere Punkt. Es sind ja nur 9.200 Euro für die Wiese. Für die andere Position, also für die knapp 7.000 Euro, wäre das eine Versiebenfachung. Jetzt ist natürlich die Frage, wer trägt das? Naja, die eine Wohnung, wo er selbst mit seiner Tochter drin wohnt, klar, das zahlt er selber. Aber für die anderen Wohneinheiten würde auch die Versiebenfachung der Grundsteuer dazu führen, dass er im Grunde hier das auf die Mieter umlegen wird. Und jetzt ist natürlich so, in dem aktuellen Verfahren geht es ja darum, wo es auch heißt, okay, es gibt hier unterschiedliche Verfahren, weil ja natürlich hier zum Beispiel neben Baden-Württemberg haben Hamburg, Hessen, Bayern und Niedersachsen ein eigenes Verfahren zur Messung der Grundsteuer, wo man ganz klar sagt, nur 11 Bundesländer haben das Bundesmodell angewendet. Und jetzt ist es das Spannende und warum ich sage, warum eigentlich die Grünen dagegen sein müsste. Also, wenn man sich wirklich die grundlegende politische Ausrichtung der Grünen eigentlich vorstellt, dann ist es immer, wie ich schon sage, zwei Positionen. Steuern rauf, alle vermögenden und erfolgreichen Personen enteignen, aber auch eigentlich noch das Urgrüne, das Ökologische. Und jetzt ist es hier an der Stelle so, und das ist eigentlich wirklich richtig, richtig witzig, Anreiz, Wohnraum zu schaffen. Im Finanzamt Stuttgart betont man die Vorteile des dortigen Modells. Unbebaute Grundstücke könnten teurer werden. Aber in diesem Modell steckt ein Anreiz, die Grundstücke zu bebauen und damit auch Wohnraum zu schaffen, sagt Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium. Also, und das ist wieder diese Ironie, wo man sagt hier, wo man eigentlich sagt, hey liebe Leute, eine grüne Wiese mitten in der Stadt, also es ist doch super. Also, wie gesagt, ich bin kein Grüner, aber ich finde es schön, wenn, wie gesagt, Grünflächen sind. Ich finde es auch hässlich, wie auch teilweise jetzt hier bei uns in Regensburg, dass mit irgendwelchen modernen Kunstwerken, teilweise für mehrere hunderttausend Euro auch komplette Steuergeldverschwendung, hier das zubetoniert worden ist, wo früher Grünflächen waren. Und jetzt ist es aber noch eine Stufe krasser. Und zwar, ihr wisst, das Zitat, Anreiz, Wohnraum zu schaffen. Jetzt ist das wieder, wo ich sage, okay, dann müssen doch die Leute auch die Möglichkeit haben, diesen Wohnraum zu schaffen. Aber hier sind wir wieder bei der typisch deutschen Bürokratie. Eigentümer Bleiler kann und darf auf seiner Wiese nicht bauen. In Freiburg schätzt man die großen Gärten aus Klimaschutzgründen und möchte sie unbedingt erhalten. Also im Großen und Ganzen ist es hier nicht so, zum einen ist er hier nicht alleine betroffen, aber Fakt ist, selbst wenn er Wohnraum schaffen würde, was im Großen und Ganzen dazu führt, dass es Wohnraum ist und keine Wiese mehr, würde er an dieser Stelle wieder baurechtliche Probleme, also genehmigungsrechtliche Probleme bekommen, weil er an dieser Stelle ganz einfach hier das nicht bebauen darf. Und da muss man ganz klar sagen, wie es schon heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil es im Großen und Ganzen unglaublich ist. Und das ist natürlich auch ein weiteres Thema, was ich heute wieder gelesen habe, wo man sagt, da lachen die Leute immer, wenn sie sagen, ja, Deutschland, alles so super und so weiter. Welchen Eindruck
macht das einfach auf internationale Personen. Also Personen, die jetzt im Großen und Ganzen, sag ich mal, wirklich finanziell, intellektuell und sonst irgendwie erfolgreich sind, nach Deutschland kommen wollen. Die sagen doch, ich bin doch nicht verrückt. Und das führt auch dazu, dass zwar ein Angebot da ist, aber hier neueste Aussage, Preise fallen weiter mit hoher Geschwindigkeit. Immobilien, die Hoffnung auf ein Ende des Preisverfalls von Wohnimmobilien kommt laut einer Studie zu früh, sieht noch ein deutliches Potenzial nach unten. Bedeutet also an dieser Stelle, wir haben im Großen und Ganzen hier jetzt ja ein massives Problem, weil das Interesse von ausländischen Investoren, von dem Fachkräftemangel, also ich sage mal so, wir brauchen ja, sage ich mal, keine weiteren Personen, die irgendwie, was weiß ich, keinen Abschluss haben, sondern wir bräuchten eigentlich Leute, die wirklich in hochtechnologischen Bereichen oder als Ärzte oder sonstiges Pflegekräfte unterwegs sind. Und da muss ich einfach fragen, ja, wer will denn eigentlich jetzt hier, sage ich mal, mehrere hundert Euro Grundsteuer im Jahr zahlen für diese Immobilie als Mieter, wo natürlich die Kosten weiter steigen. Und da sind wir im Grunde wieder beim Anfang, wo wir sagen müssen, Olaf Scholz hat es damals ganz hoch und heilig versprochen als Bundesfinanzminister, die Immobilien bzw. die Grundsteuerpreise oder die Werte, die Zahlungen werden nicht steigen. Jetzt ist die Frage, hat er es mal wieder bloß vergessen oder hat er schlichtweg einfach gelogen? Da muss man ganz klar sagen, die Grundsteuer ist auch eine Steuer, die abgeschafft gehört. Denn wenn man sich auch mal überlegt, dass wir knapp 50% der Steuern und Abgaben zahlen wir alleine nur für den Bundeshaushalt, der auch jetzt mittlerweile mehrere Milliarden in der Welt verschenkt. Was ist deine Meinung zur Grundsteuer? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen.